Also das möglicherweise wichtigste Ergebnis ist aus meiner Sicht, dass wir wirklich zwei unterschiedliche Bewegungstechniken haben, die sich nicht nur ein kleines bisschen unterscheiden, sondern ganz fundamental. Was die Frage nach Vorteil und Nachteil angeht, konnten wir nun klar zeigen, dass es im Anlauf einen Nachteil gibt, der auf die Prothese zurückzuführen ist. Markus kann mit dem Prothesenbein nicht so viel Kraft erzeugen wie mit dem anderen. Das prinzipiell weiß man so etwas schon aus anderen Studien, aber für Markus wurde auch immer kolportiert, er hat auch nicht so viel Talent oder nicht so gut trainiert. Hätte er zwei biologische Beine, wäre er schneller. Wenn das andere genauso trainiert ist wie das eine. So, dann im Absprung. Neben der Tatsache, dass die Absprungtechnik fundamental anders ist, konnte man zeigen, dass die Absprungbewegung, die Absprungtechnik, die die Springer mit Prothesen nutzen, effizienter ist. Sie haben nach dem Absprung mehr Energie als vorher. Das liegt nicht daran, dass die Prothese Energie generiert von sich selber, das ist jetzt kein Motor drin oder ein Generator, sondern die Prothese speichert Energie zu Beginn der Stützphase beim Absprung, einfach dadurch, dass sie verformt. Dadurch reduziert der Athlet seine Energie und hat dann in Anführungsstrichen Zeit, das Hüftgelenk durchzustrecken, vor den Kraftanpassungspunkt zu kommen, dann gibt die Prothese wieder Energie zurück und der springt nach vorne. Der Energieverlust in der Prothese selbst ist relativ gering. Es ist also eher so ein Springen auf einem elastischen Widerlauf. Und das ist ein Vorteil. Diese Effizienz ist ein Vorteil. Und der Springer ohne Prothesen, der läuft halt auch mit einer bestimmten Geschwindigkeit an. Und dann hebelt er sich sozusagen mit dieser aktiven Sprungbewegung, wo das Bein fast gestreckt, nicht ganz gestreckt, aber fast gestreckt nach unten hinten geführt wird, hebelt sich sozusagen über das Sprungbein hinweg. Das macht jetzt nicht jeder Athlet genau gleich, aber das ist prinzipiell die Technik. Das kann auch der Prothesenspringer gar nicht, weil die Prothese viel zu weich ist. Der kann ja nicht so viel Kraft erzeugen, um sich direkt am Anfang sozusagen abzuholen. Und das ist fundamental anders. Aber wir können es nicht gegeneinander aufbauen, weil wir jetzt gesehen haben, dass diese Techniken da so unterschiedlich sind. Also, ein Vorteil der einen, vielleicht höhere Kraft ganz am Anfang, was vielleicht für den Springer ohne Prothese ein Vorteil wäre, aber sicherlich ein Nachteil von Markus. Da könnte er das irgendwie speichern, gar nicht so gut. Oder die Prothese müsste so steif sein, dass er nicht so viel irgendwie speichern könnte. Und sind Sie letztendlich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, enttäuscht oder dass das Ergebnis vielleicht in dem Sinne etwas unbefriedigend ist, was eben kein klares Ja oder kein klares Nein ist? Also, im Gegenteil, wir sind sogar erfreut über klare Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Das ist natürlich vielleicht für die Öffentlichkeit oder für die Sportwelt wäre es schön, wenn ein Haken hinter der Sache wäre und man sagen könnte, naja gut, okay, jetzt hat man mal schon eine Studie gemacht in sechs Wochen und die Sache ist geklärt. Natürlich nicht. Ja, also wir sind überhaupt nicht enttäuscht, wir sind total erfreut über das, was wir herausbekommen haben. Dass es jetzt vielleicht schwerer ist, für bestimmte Stellen zu sagen, ja, das sind Staaten oder nicht, das mag sein, das ist ja nicht unsere Aufgabe, den Job der anderen zu machen, die Wissenschaft zu machen.